Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche. Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. Sing a while for a while, then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day.
So endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein! Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben! Habt keine Angst! Gott wird uns schützen! Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet des trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser. Und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna,
Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Ich will lieber Milch haben. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir 2 Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am 7. Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen.